Freunde, hier ist der Looney und ich mache heute einen Gast-Commentary zu einem Hearthstone-Spiel. Wir werden sehen, ein gewertetes Spiel auf Elite-Level Rang 17 mit einem Hexenmeister. Was wird er spielen? Ist es der Handlock? Ist es der Zulok? Wir sehen es gleich. Er tut es. Er sucht es. Er will es sehen. Er will den Gegner haben. Er ist bereit. Er ist hungrig. Er ist warm. Es dreht sich, das Rad des Schicksals, es dreht sich. Und da haben wir ihn. Nicht der Pastor Paul, sondern der würdige Gegner. So wollen wir das sehen. Es ist ein Mirror-Matchup gegen Hüt. Eure Seele wird mir gehören. Starke Dafür Starthand. werdet ihr büßen. Wird er die weltlichen Ängste behalten? Er behält sie, er fürchtet sich nicht. Und ein zweites goldenes Ängstlein. Das ist ja perfekt auf der Hand. Flammenwichtel zur Öffnung, er nimmt den Schaden. 3-2 auf dem Board, First Turn. Das ist ein starker Beginn in diesem Spiel. Ich fühle die Angst. Hüt, er hat Angst. Perfekter Lepra-Gnom. Per Münze, was kommt danach? Was haben wir sonst? Ein Blutwichtel. Der Blutwichtel, er macht es schwierig. Er macht es schwierig. Aber schwierig, nimmt er ihn raus? Oder behält er seinen Wichtel? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Er zieht eine Karte, vernichtet den Lepra-Gnom oder er opfert seinen Wichtel dafür. Er geht direkt darauf. Wichtel-Face, zweiten Wichtel gezogen. Das ist absolut perfekt. Das sind dann 6 Damage auf dem Board ohne Minion des Gegners. Sensationell. Das Card-Value auf der Hand ist gleich. Wir haben 4 Karten mit dem Draw auf der Gegnerhand. Wir haben das Ei. Das Ei mit Health Buff. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Das Ei will sterben. Aber wir wollen es nicht tot sehen, weil sonst kommt der 4-4 Minion raus. Das ist immer gefährlich. Immer gefährlich. 5-4 ins Face. Schneller Start. Sind even vom Life her. Was kommt jetzt? Jetzt kommen wahrscheinlich der Zerstörungsspell aufs Ei, dass der Minion spawnt. Er müsste das eigentlich spielen. Was kommt? Es kommt der 2-2-Angriff. Das ist ein sehr guter Zug. Ah. Mit einem Aderlass bringt er sich auf 20 Health. Das ist etwas ungünstig jetzt. Wir haben den Blutwichtel. Ah, wir haben den Schattenblitz. Perfekt, der Schattenblitz reißt es hier raus. Der Blutwichtel zieht ihn auf 5 Leben hoch. Das ist sehr gut. So kommen wir vorwärts. Das könnte eine sehr, sehr schnelle Runde werden, meine Freunde. Das könnte eine sehr, sehr schnelle Runde werden. Aber man weiß nie. Es sieht nach einem Zulok aus. Der Zulok wird das Board jetzt mit 4 Mana füllen. Das Dingo! Es kommt der Ja. Spot. Es kommt der Spot. Und es kommt der Board Clear. Ah, schlechter Zug, wenn er das so zieht. Aber natürlich mit einem Auge auf den Spot, mit 3 Attack, ist das natürlich eine absolut valide Wahl. Wir haben den Drachen mit dem Card Draw und ein 4-4 auf dem Board. Das ist gut. Grundsätzlich, der Blutwichtel bufft den Flammenwichtel auf 4 Leben. Das heißt, es ist im nächsten Turn noch safe, wenn da kein Damage Buff So kommt auf dem viele Spot. Und Möglichkeiten. das Card Value. Ah, wir haben 4 Karten zu 2 Karten. Zweiter Drache ist jetzt natürlich sehr, sehr gut. Aber wir können nichts machen. Wir können nicht angreifen. Es bringt nichts. Sind wir gespannt, was der Hüt macht. Was tut er? Zaubert er noch das Ass aus dem Ärmel? Er zaubert Loatep. Loatep ist eine sehr starke Karte mit dem Kampfschrei erhöhten Mana-Debuff. Das ist ein ziemlich dummer Zug gewesen. Das bringt so nichts. So, wir haben entweder ein Card Draw oder wir haben zuerst ein Aderlass und dann anschließend der Kobold. Wie heißt der Kerl? Der Kobold-Geomant mit 2-2. Wir haben aber absolut kein Spell auf der Hand mehr. So viele Es wird Möglichkeiten. wahrscheinlich auf Drache into Spot und Flammenwichtel ins Gesicht. Dann wird Loatep wird wahrscheinlich den Flammenwichtel vernichten im nächsten Zug. Können jetzt natürlich aufschließen. Wir haben jetzt wieder fast ihn vom Muss ich Hand Value her. wirklich?
Er will es wissen. Er will es jetzt wissen. Er hat den Lethal Damage auf dem Board. Müsste jetzt ein Flame Strike, Höllenfeuer kommen, heißt er. Ah, das ist natürlich schwierig. Das ist jetzt natürlich schwierig, meine Freunde. Er geht Face. Na? Er nimmt sich den Drachen vor. Das ist eine lustige Wahl in diesem Moment. Schwieriger Turn, sehr schwieriger Turn. Ein Aderlass soll es bringen. Ein Blutsauger. Ein Blutsauger. Du nicht nehmen Kerze. Haben den Damage nicht auf dem Board. Wir könnten den Spot grundsätzlich clearen, müssen aber zwei große Minions dafür aufgeben. Das wäre natürlich jetzt ganz ideal. Aber wir sehen mal, was Hüt macht. Kann er erst der Hüt oder kann der Hüt nüt? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Zweiter Spot. Die Krabbler. Es ist langsam ausgeglichener, das Spiel. Wir haben einen Lebensvorteil. 22 zu 10. Ist natürlich eine Hausnummer. Jetzt kommt das Seelenfeuer. Wirft aber Karten ab und verliert dadurch den Kartenvorteil auf der Hand. Und zwar massiv. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Am ehesten wahrscheinlich kommt jetzt die Dunkelschuppenheilerin into Gnome mit einem Seelenfeuer auf den 4-5 Spotter. So haben ja möglichst viele Karten gespielt. Wir haben ein bisschen was geheilt und wir haben entsprechend einen von den zwei großen Spots weggebracht. Oder spielt er den Magier? Man weiß. Schwierig. Gleich Damage. Jetzt haben wir den kleinen Block, der noch kommt. Einen kleinen Spot. Das wird jetzt interessant. Was tut Hüt? Er hat zwei Karten auf der Hand. Hat er das Höllenfeuer für den Board Clear? Er hat den Schlachtzugsleiter. Ist natürlich jetzt mit den kleinen Minions. Ist das eine gefährliche Karte? Dann hat er zwei Spinnen auf dem Board. Und den großen Spot da. Hüt müsste eigentlich jetzt aufs Board Clear spielen. Weil es eine gegen eine Karte ist. Natürlich jetzt nicht ein einfacher Zug. Natürlich kein einfacher Zug jetzt. So viel Spell Damage auf dem Brett. Ist heftig. Er holt die kleinen Spinnen hoch. Und er greift mit dem Michtl an. Das ist eigentlich ein ziemlich dummer Zug. Weil jetzt ist natürlich. Stealth ist jetzt weg. Jetzt muss der Board Clear kommen. Die Succubus, das ist natürlich nichts. Brauchen den AOE-Spell. Ah! Wir haben 7 Mana, das reicht nicht. Fertig spielen aller Karten. Aber wir können den großen Spot wahrscheinlich wegpingen mit Seelenzieh. Das würde grundsätzlich funktionieren. Den 5-2er-Spot wegbrennen und dann den Schlachtzugsleiter. Das würde sehr, sehr viel Damage vom Board nehmen. Und wir haben jetzt einen 1-4-Spot, das heißt, es muss jede Creature muss in den Spot reinrennen. Ansonsten funktioniert das nicht. Oder ein Schattenblitz natürlich. Der Hüt, er zieht noch das Ass und den Yeti aus dem Ärmel. Das ist ein großer Zug. Das könnte die Matchentscheidung gewesen sein, liebe Freunde. Wir wissen es noch nicht, wie es weitergeht. Es bleibt spannend. Was kommt? Der Schattenblitz. Der Schattenblitz bringt uns nichts. Höllenbestie ist gut. Sehr gut. Und jetzt noch. Ah, es reicht nicht für den Schattenblitz. Es reicht nicht. Aber es ist ein großer Minion auf dem Board. Hüt hat keine Karte auf der Hand. Der Schattenblitz mit einem Follow-up mit der Bestie, die jetzt wahrscheinlich geklärt wird. Aber dafür sind die großen Minions weg. Die nächste Karte wird absolut entscheidend sein. Der Blutsauger. 2 Schaden. Es reicht nicht für den Lethal. Fehlt ein Schaden. Aber das sind grundsätzlich 8 Mana.
Mit einer Succubus auf dem Brett, mit einer 4-3 Creature auf dem Brett. Da fehlt nicht mehr viel. Und dem Adalas, natürlich wichtig. Ganz wichtig. Succubus greift an, ist auf 3 Leben, da fehlen noch 3 Schaden, grundsätzlich ein Zauber, ein Schattenblitz, 2 haben wir gespielt, das heißt, da ist keiner mehr da. Das könnte jetzt sehr interessant werden, was jetzt noch passiert. Es kommt die weltlichen Ängste. Es ist ein sehr, sehr enges Spiel, meine Freunde. Es ist ein sehr, sehr enges Spiel. Grundsätzlich kann Hüde es tun. Wir haben eine Succubus. Wir haben wahrscheinlich jetzt noch einen Adalas, der kommt. Was bringt uns der Adalas? Den Ogermager. Große Karte, wichtige Karte. Hüde wird jetzt einen Schattenblitz brauchen, um das Game zu gewinnen. Er wird keine 7 Schaden auf der Hand haben. Er kann grundsätzlich mit einem... Ah, der Spot, das ist nichts. Es ist nichts. Er wird jetzt konzilen. Er wird jetzt aufgeben. Das reicht ja noch nicht. Der Spot muss weg. Der Spot muss weg. Was tut er? Der Spot muss weg. Er macht es kaputt. Aber das wird es gewesen sein. Hüt wird jetzt konzilen. Er wird jetzt aufgeben. Er wird dieses Spiel somit beenden. Ein sehr, sehr enges Spiel zum Schluss. Sehr, sehr spannend. Aber er nimmt sich mit dem Adalas das Spiel. Und das war's, meine Freunde, für heute. Wir gehen jetzt mal ein bisschen schwitzen. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen. Das war euer Looney und Rotti an der Maus. Auf Wiederanschauen.